Heute ist der 13. Juli und man kann es kaum glauben, aber die 24 Tage sind um, wo die Königin im Scalvini sitzt. Und die wird heute freigelassen in den zwei Topper-Hives und das dritte kommt eine Woche später dran. Und am Wochenende ist auch noch das Carlson fällig. So, da schauen wir jetzt rein. Lassen die Königin frei und machen heute Abend die Behandlung. Da kann man sich ja aussuchen jetzt, entweder sprühen, tröpfeln, tropfen, Oxalsäure meine ich jetzt, Oxalsäure tropfen oder Oxalsäure sprühen oder bedampfen. Kann jeder für sich selbst entscheiden. Jo, dann lege ich mal los. So, dann mache ich erstmal die ersten Deckbrettchen weg hier. Super verkittet. Und da das Volk ja brutfrei jetzt ist durch den Scalvini, wird die Behandlung auch super effektiv. Das Kittat sieht fast aus wie so wie Karamellbonbons hier. Schmeckt aber anders. So, jetzt habe ich direkt die Scalvini oder den Scalvini-Oberträger, also den Oberträger mit dem Scalvini-Käfig rausgemacht. Die anderen ein bisschen zur Seite geschoben. Klappt ganz gut, aber was ich so sehe, ein bisschen Honig kann ich ernten noch, weil das Rähmchen kommt ja wieder raus. So, jetzt habe ich die Wabe mal hingehangen. Jetzt können wir sie uns ein bisschen näher angucken. Königin sehe ich schon, die mit dem blauen Punkt. Ist hoffentlich bloß eine. Und die Stifte sind Alzstifte. Aber die Zellen werden nicht höher ausgezogen. Das habe ich schon mal woanders gesehen, dass die da ein bisschen die Zellen ausgezogen haben. Ist hier nicht so der Fall. So, jetzt schiebe ich die Waben alle wieder rüber, dann kann auch das Sheet vorne wieder rein und dann lege ich die Königin oben drauf und dann soll sie rauskrabbeln. Oder ich mache den Käfig ganz auf. Mal gucken. Hier sieht man auch schön den Hofstaat, wie sie drumherum um die Königin sitzen. So, jetzt legen wir sie oben drauf und dann gucken wir mal, ob sie gleich rausmarschiert. Hey, ist er gleich, da ist noch ein Loch in der Wabe, da ist er durchmarschiert. Jetzt können wir aber mal schön hier in den Scalvini gucken. Jetzt hebe ich die mal vorsichtig hoch. Scheint schon abgetaucht zu sein. So, dann bin ich mal gespannt, ob sie die Königin weiterhin akzeptieren oder ob sie umweisen sollen. Das sehen wir dann. Gut. So, jetzt mache ich das noch hier bei dem zweiten Topper-Hive. Und ich muss sagen, bis jetzt ist alles sehr entspannt abgelaufen. Ohne große Zwischenfälle. Ja, dann melde ich mich dann nach der Behandlung nochmal. Wir gucken mal aufs Bodenbrett, ob Varroen gefallen sind.
So, jetzt ein kleiner Zeitsprung. Heute haben wir den 14., ca. 22 Stunden nach der gestrigen Behandlung. Jetzt gucken wir mal unten rein. Ich mache das mal auf, ob was gefallen ist. Am Rand sehe ich so ein paar Millen. Entweder haben sie alle schon ausgeräumt oder ist es nicht viel gefallen. Das ist hier die Frage. Das hatte ich aber schon mal letztes Jahr. Ich kann ja noch in das andere gucken. Okay. Also ich sehe nicht viele Millen. Aber ich denke, die werden die ausgeräumt haben. Da liegt so ein Plättchen, ein blaues. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es gewirkt hat. Normalerweise lagen die immer am Rand hier, wo die Bienen nicht dran kamen. Ich sehe nicht viele Milben, aber ich denke, die werden die ausgeräumt haben. Da liegt so ein Plättchen, ein blaues. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es gewirkt hat. Normalerweise lagen die immer am Rand hier, wo die Bienen nicht dran kamen. So, hier noch ein paar Bilder vom Karlsson. Ui, muss ich erstmal hier einen Schlitz reinmachen. Das hat er ja auch, den Scalvini. Da habe ich ja die Honigernte schon gemacht. Nur jetzt hier unten das Kitharz noch wegmachen, damit ich morgen oder am Montag sehen kann, ob die Varroa-Behandlung was gebracht hat. Dieses Jahr hatte ich hier keinen. Hatte ich keinen Warmabriss dank der Speichen oder in Kombination mit meiner Isolierung von unten mit dem Silber, mit der Silberfolie, weil die Strahlungswärme vom Dach doch scheinbar immens ist.
Ich glaube, ich muss mir doch mal so ein Gitter bauen, dass ich da reinlege, dass die Milben nicht wegräumen können. Das werde ich mal in Angriff nehmen.